Plötzlich ist die Geopolitik wieder ein Faktor, denn die OPEC Plus hat völlig überraschend beschlossen, die Ölfördermenge deutlich zu kürzen. Das hat den Ölpreis nach oben schießen lassen. Das wiederum sorgt dafür, dass natürlich latent inflationäre Tendenzen wieder Auftrieb bekommen, was wiederum dazu führt, dass die Fed eben die Zinsen nicht senken kann, sondern vielleicht sogar weiter anheben muss. Das zumindest ist das, was die Anleihemärkte heute Morgen spielen, denn die Renditen steigen und das bringt Aktien ein bisschen unter Druck. Wir wollen uns mal in dicke Menge Lage anschauen. Jetzt durch diesen neuen Schritt, diese Aktion scheint eine Rache der Saudis an den Amerikanern gewesen zu sein, die vielleicht ihre Zusagen nicht eingehalten haben. Dazu gleich mehr. Und auf der anderen Seite schauen wir uns mal die neuesten Daten zu den Geldabflüssen von US-Banken an. Also Bankenkrise, strengere Kreditvergabe, ergo Credit Crunch und eine dann folgende Rezession. All das wollen die Aktienmärkte noch nicht sehen, aber es wird nicht mehr lange dauern, sehr wahrscheinlich, dass sie sehen müssen. Hier zunächst mal das, was hier beschlossen wurde, Kürzung der Fördermenge Russland und Saudi-Arabien, jeweils 500.000 Barrel pro Tag. Insgesamt ist das dann knapp über eine Million Barrel, 1,15. Und man hat weitere Förderkürzungen in Aussicht gestellt. Eigentlich war ja die OPEC-Plus-Sitzung für heute erst avisiert. Und man hatte damit gerechnet, dass sich da nichts verändert. Also der Schritt kommt überraschend. Und hier Insiders sagen, ja, die Amerikaner, die Biden-Regierung hat den Saudis gesagt, wir werden unsere strategischen Ölreserven wieder deutlicher auffüllen. Das aber ist nicht passiert. Die Biden-Administration hat ja, das sehen wir gleich in einem Chart, die Reservemengen massiv reduziert. Dann gab es offenkundig die Zusage, ja, das werden wir wieder auffüllen. Die Saudis haben sich darauf verlassen und reagieren jetzt verärgert, dass dem nicht passiert ist. Und das spielt natürlich auch den Russen in die Karten, denn das treibt den Ölpreis nach oben. Es spielt natürlich den Ölfördermengen oder den Ölförderern insgesamt in die Karten. Aber hier sehen wir mal diese strategischen Reserven der USA. Die wurden mit Beginn der 80er Jahre aufgebaut, erreichten dann so etwa in den 90er Jahren ein Niveau, das bei 500.000 Barrel liegt. Dann ging es sogar weiter nach oben in den 2000er Jahren, aber jetzt im freien Fall. Wir sind jetzt niedriger als zum Jahr 1985 in etwa. Das tendiert also gegen Null. Und das ist auch ein Politikum. Hier wird Biden auch sehr stark von den Republikanern kritisiert, dass er praktisch hier wenig strategische Reserven aufbaut. Aber die Amerikaner verlassen sich ein Stück weit auch auf ihre Fracking-Kapazitäten. Jedenfalls sehen wir, dass der Ölpreis sprunghaft gestiegen ist. WTI auf $81. Zwischenzeitlich ist dann wieder ein bisschen runtergekommen. Und klar, steigender Ölpreis heißt natürlich latent steigende Energiepreise. Das wiederum ist dann latent inflationstreibend. Und jetzt kommen diese politischen Implikationen. Die EU hat ja gesagt, also bei $60 ist Schluss, was russisches Öl betrifft. Da werden wir einen Price Cap machen und das war bisher kein Problem, denn die Europäer kaufen ja meistens das sogenannte Uralsöl. Also das ist ein russisches, eine Sorte russischen Öls. Und der Preis, der war jetzt eigentlich seit Beginn der Sanktionen deutlich unter $60. Also war das ein Lippenbekenntnis sozusagen, als der Preis eben ohnehin unter $60 war, zu sagen, ja, aber hier ab $60 ist Schluss. Jetzt allerdings steigt der Preis genau an $60, könnte, wenn der Ölpreis weiter steigt, Urals ist ein Stück weit an WTI gekoppelt oder auch an Brent, je nachdem, meistens Brent sogar, weil das in London gehandelt wird, für den europäischen Markt sehr wichtig ist. Jedenfalls ist jetzt die Frage, naja, was passiert denn, wenn jetzt Urals über $60 steigt? Und dann dürften die Europäer nicht mehr kaufen. Auch die Japaner dürfen nicht kaufen, aber die sagen, wir haben ein Problem, wir brauchen unbedingt dieses russische Öl. Und deswegen hat man Rücksprache mit den Amerikanern gehalten und die haben gesagt, okay, könnt ihr doch machen, also wir machen mal eine Ausnahme, aber wenn du jetzt Japan erlaubst zu sagen, naja, wir kaufen auch über $60 Uralsöl aus Russland ein, und dann werden andere sagen, naja, wir brauchen das auch, nicht wahr? Und wir wollen jetzt auch eine Ausnahmegenehmigung. Also das sind jetzt diese geopolitischen Implikationen, die jetzt hier auf uns zukommen. Das wird richtig spannend. Aber das, was ich vorhin angesprochen hatte, natürlich steigender Ölpreis, der steigt, der zeigt sich normalerweise auch dann perspektivisch in einer steigenden Inflation. Wir haben ja jetzt insgesamt den Trend,
dass der Ukraine-Krieg ja vor gut einem Jahr begann, im März 2022 die Energiepreise nach oben schossen. Jetzt sehen wir, dass sich das deutlich beruhigt hat. Insgesamt an der Inflationsfront, jetzt vor allem der Dienstleistungssektor und die Kerninflation, das sind die Probleme. Energie ist nicht mehr das Problem. Wenn Energie jetzt wieder das Problem wird, weil wir steigende Preise sehen, dann aua, aua, die EZB hat hier schon zu tun, ja mit Zweitrundeneffekten durch die Tarifabschlüsse, die jetzt kommen werden, die Kerninflation ohne Nahrung und Energie auf neuem Allzeithoch. Wenn jetzt noch die Energiepreise wieder steigen, dann ist das ein Problem. Dementsprechend steigen die Renditen für Staatsanleihen. Und das widerspricht eigentlich, nämlich steigende Renditen für Staatsanleihen, das widerspricht der Tech-Rally, die wir gesehen haben. Der März, ja, ein äußerst erfolgreicher Monat für etwa diese Tech-Werte. Schauen wir uns mal die Performance der Dickfische an seit Jahresbeginn. Microsoft 20%, Apple fast 27%, Nvidia irgendwas, was war das, knapp 100%, Meta 76%, Google 17%, Amazon 23% und Tesla 68%. Also die beste aller Welten, aller Tech-Welten, weil man sich gesagt hat in der Bankenkrise, wow, dann wird die Fed die Zinsen senken müssen, das ist gut für Tech. Und Liquidität ist gut für Tech, weil eben ja die Bilanzsumme vor allem der Fed sich ausgeweitet hat. Ich hatte mehrfach schon versucht zu erklären, dass es sich nicht um QE handelt. QE, Quantitative Easing, ist der bewusste Versuch, die Liquidität zu erhöhen, um die Finanzkonditionen lockerer zu gestalten. Deswegen Easing, dieser Begriff Easing, Lockerung, quantitativ, praktisch durch die Ausweitung der Liquidität, etwa durch Anleihekäufe, eine bewusste Lockerung der Konditionen, um die Wirtschaft zu unterstützen, um inflationäre Tendenzen ein bisschen zu befördern, in Zeiten, in denen man fürchtete, dass die Deflation das eigentliche Problem ist. Hier haben wir es jetzt damit zu tun, dass Banken unter diesen Kapitalabflüssen leiden. Jetzt haben sie aber Anforderungen von den Regulatoren an das Verhältnis von Eigenkapital zu den Assets, die sie halten. Also müssen sie jetzt frische Liquidität aufnehmen, sich besorgen von der Fed oder von der FHLB. Aber diese Kredite sind teuer. Das heißt, die Banken ersetzen im Grunde das abgeflossene Geld, das ihnen kostenfrei zugeflossen ist, durch teures Geld, das mit 4,5% etwa verzinst ist. Und die Folge wird sein, dass sie eben dieses Eigenkapital, was für sie Gold wert ist, nicht mehr aus der Hand geben. Das heißt, dass die Kreditvergabe eben strenger wird. Und das wiederum bedeutet, dass wir einen Credit Crunch sehen werden. Und ein Credit Crunch zieht eine Rezession nach sich. Und das ist sozusagen der Ablauf, der folgen sollte. Und die Märkte sind also sehr stark eben auf diese kurzfristige Steigerung der Fed-Bilanz fokussiert. Und hier sehen wir mal, gerade in diesem Tech-Bereich, die Top 15 Aktien im S&P 500 haben 1,8 Billionen an Marktkapitalisierung zugelegt. Die anderen haben 21 Milliarden verloren. Also es sind wenige Aktien, die das Ganze nach oben treiben. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 oben und die Advanced Decline Linie. Also die Anzahl der Aktien, die steigen oder fallen. Miserabel, das hat man selten so gesehen, doch man hat es gesehen Ende 2021, Anfang 2022, da war genau dasselbe, damals die Fed gesagt, oh, wir überlegen jetzt langsam mal die Zinsen anzuheben, am 5. Januar 2022 das Fed-Protokoll, das klar machte, wir werden die Zinsen anheben, dann war die Party vorbei. Bevor die Party vorbei war, war ein ähnliches Phänomen. Die Dickfische haben, die Tech-Dickfische haben die Märkte oben gehalten, die Indizes oben gehalten und kaschiert, dass die meisten Aktien gefallen sind. Ähnliches haben wir jetzt auch. Hier sehen wir oben Nasdaq 100 auf Tagesbasis mit einer negativen Divergenz im Chart von Ron Walker. Das wird schwierig im kurzen Zeitfenster beim S&P 500, 60 Minuten Zeitebene, Rücksetzer zu erwarten. Dann nochmal wahrscheinlich der Versuch nach oben zu laufen. Dann werden sich die negativen Divergenzen vervollständigen. Wir bekommen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und dann ein Problem. Hier sehen wir mal den Dollar, der jetzt zunächst mal aus dieser fallenden Wedge nach oben ausbricht. Normalerweise ja genau umgekehrt, starker Dollar, schwache Aktienmärkte und umgekehrt. Hier dürfen wir also zunächst mal eine Dollar-Rally sehen. Wir haben Euro-Dollar etwa unter 1,8 gesehen, richtig? Sind jetzt wieder ein bisschen drüber gekommen, aber da dürfte noch was gehen für den Dollar und dann wieder Dollar-Rücksetzer.
Das wiederum gut für den S&P 500, bevor dann eben der Ausbruch des Dollars nach oben kommt, weil eben diese Zusammenhänge zwischen Bankenkrise nicht vorbei, warum die nicht vorbei ist, werde ich gleich zeigen und auch nicht so schnell vorbei sein wird, Credit Crunch und dann Rezession. Hier sehen wir mal das, was Barclays gesagt hat. Viele, die nicht ganz früh dran waren, die erfahren jetzt durch die Medien, Mensch, andere, die machen da, die packen ihr Geld in diese Geldmarktfonds für 4,5% und du hast dein Konto praktisch unverzinst. Hier schauen Sie mal an, was Wells Fargo, JP Morgan Chase und Bank of America, also mit die größten Banken in den USA, was die da den Kunden anbieten. JP Morgan Chase, da kriegst du ab $25.000 kriegst du 0,01% Zinsen, das ist großzügig. Bei der Bank of America musst du schon mal 100.000 drin haben, dann kriegst du 0,01% Zinsen und bei Wells Fargo 0,15%. Das ist eben genau das Problem, das wird immer mehr Leuten auffallen, dadurch, dass es ja in den Medien auch gespielt wird. Dementsprechend wird die ganze Geschichte weitergehen mit diesen Abflüssen und wir haben am Freitag die neuesten, spätabends dann, die neuesten Daten gesehen. Weiter fließt deutlich Geld ab aus den Märkten. Das ist jetzt sozusagen ein Trend, der wohl nicht zu stoppen ist. Hier sehen wir, das ist prozentual der größte Abfluss seit 2010. Klar, die Leute sind nicht doof. Sie kriegen dann irgendwann mit, Mensch, das ist gar nicht so schwierig, pack doch dein Geld dahin, kriegst du 4,5% Zinsen, da kriegst du gar nichts. Also was machst du? Zack, rüber mit der Liquidität. Und das macht sich schon jetzt im Konsum bemerkbar, denn die Banken, denen das Geld abfließt, denen fließt praktisch das Blut ab. Und wenn dir das Blut abfließt, dann wirst du blass. Und wenn du blass bist, dann kannst du eben nicht dieses Blut irgendwie weiterreichen in Form von Krediten. Seltsamer Vergleich, aber sei es drum, jedenfalls wird das eben die Kreditvergabe der Banken maßgeblich beeinflusst und das sehen wir schon. Gucken wir etwa mal hier die Konsumdaten an. Citi Kreditkarten von der Citigroup 8,9%. Jetzt seit Anfang März nach unten, größter Rückgang seit April des Vorjahres. Und wir sehen, dass hier also richtig Druck kommt, dass die Banken schon das Geld zusammenhalten, weil sie sagen, hey, wir haben ein richtiges Eigenkapitalproblem. Hier sehen Sie nochmal diesen Unterschied zwischen den Geldmarktfonds und den Zinsen, die eben auf Deposits, auf Bankeinlagen gezahlt werden. Katastrophaler Unterschied und solange dieser Unterschied eben so groß ist, wird das weiter passieren. Deswegen sehen wir weiter Zuflüsse in Geldmarktfonds, die jetzt schon über 5 Billionen hier zugelegt haben. Und wir haben selbst vor dem Kollaps eben der Silicon Valley Bank schon diese Abflüsse gesehen. Im März insgesamt haben jetzt die Banken $390 Milliarden verloren. Das ist eine Menge Holz. Das gab es, oder wir hatten seit 2008 keinen einzigen Monat, wo das mehr als 100 Milliarden war. Jetzt haben wir also im März 390 Milliarden. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Das ist das Produkt von Free Money und Nullzinsen. Jetzt, wenn es plötzlich wieder Zinsen gibt, dann entstehen eben solche Situationen, die vorher nicht so richtig auf dem Zettel waren. Aber klar, die Leute wollen eben ihre Inflationsverluste ausgleichen, könnte man sagen, ihre Kaufkraftverluste durch Inflation. Also packen sie eben das Geld dahin, wo es Zinsen gibt, in Geldmarktfonds, absolut sichere Geschichte. Und da packt man es gerne rein. Und hier sehen wir das zweite große Problem. Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien, und das Problem ist, dass eben hier die Occupancy fällt, also praktisch die Belegung geht zurück bei diesen Gewerbeimmobilien, dadurch fallen die Mieten, die Mieter bereit sind zu zahlen, dann fällt, wenn eben dieses Gebäude nicht ausgelastet ist und die Mieten latent fallen, dann fällt der Wert des Gebäudes. Dieses Gebäude ist aber oft für andere Kredite als Sicherheit hinterlegt und so kommt eins zum anderen. Jetzt sagt der Verleiher, sagt die Bank oder der Kreditgeber, der diese Gewerbeimmobilie für einen Kreditnehmer finanziert hat, er sagt, ich brauche mehr Collateral, ich brauche mehr Sicherheiten. Das bringt den Kreditnehmer unter Druck, der praktisch jetzt sieht, dass ein Collateral seine Sicherheitshinterlegung an Wert verliert. Das ist sozusagen dieser Teufelskreis, vor dem vor allem Regionalbanken stehen, die eben zu etwa 70% diese Gebäude finanzieren und
Hier sehen wir eben diesen Ablauf, dass es nicht zwingend bullisch ist, wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken. Ich glaube auch, dass sie das perspektivisch machen muss, wird aber noch dauern. Nämlich dann, wenn sie sieht, dass diese Bankenkrise weitergeht, der Credit Crunch dadurch entsteht und dann die Rezession kommt, dann wird sie umsteuern und wird die Zinsen senken. Zunächst aber mal wird das schwierig und ich als Realitätsverweiger und Kontraindikator sage, wir sind weiter in dieser Formation, wo wir tiefere Kurse sehen werden. Eben weil dieser Zusammenhang noch komplett von den Märkten ausgeblendet wird. Aber du kannst Realität dann nicht dauerhaft ausblenden. Dementsprechend dürften wir hier in einer WXY-Korrektur sein, die dann eben vielleicht jetzt noch diesen Rücksetzer zeigt, den wir aktuell sehen. Dann nochmal den Versuch nach oben und dann die finale Welle nach unten. Was macht mein Freund Elono? Der muss jetzt ein bisschen leiden, weil er weniger Autos verkauft hat als erwartet und das trotzdem er die Preise ja massiv gesenkt hat. Mal schauen, wie die Tesla-Aktie heute darauf reagiert, die zuletzt ja sehr stark gestiegen war. Heute wichtig, die Einkaufsmanager-Index oder der Einkaufsmanager-Index ISM, verarbeitendes Gewerbe. Da hatten wir das erste Mal seit vielen Monaten wieder einen Anstieg. Davor ging es im Grunde seit Anfang 2022 nach unten. 16 Uhr, das dürfte die heute für heute wichtige Kennzahl sein. Wir haben einen schwachen Einkaufsmanager-Index aus China schon gesehen mit 50,0, erwartet 51,4. In China beginnt jetzt das Weihnachtsgeschäft, klingt absurd, aber hier wird sozusagen schon bestellt für das kommende, von amerikanischen Firmen bestellt etc., für das kommende Weihnachtsgeschäft. Dementsprechend kein gutes Zeichen, wir sehen auch andere PMIs, bis auf Indien, ziemlich schwach. In Asien und das ist das, was hier auf uns zukommt, nämlich Geldmengenwachstum und Headline Inflation. Wir werden sehen, dass eben diese stark zurückgehende reale Geldmenge, Money Supply Growth, dass das auch die Wirtschaft hier Probleme bereiten wird. Das wird noch ein bisschen dauern. Noch sind alle super drauf und sagen sich, ja, alles gut, meine Damen und Herren. Beste aller Welten. Jetzt drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erstens hier, was ist da genau passiert? Die OPEC schockt mit der Förderkürzung die Märkte ein Stück weit. Warum, wieso, weshalb, können Sie hier lesen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, DAX-Anleihenmärkte oder Aktienmärkte, wer hat recht? Da ist ein großer Kampf, der hier stattfindet. Das Big Picture zu den Märkten, zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Schauen Sie sich mal an, was da mit den Bankeinlagen passiert. Interessanterweise ist jetzt gerade auch von großen Banken, von großen US-Banken eben Geld abgeflossen. Also meine Damen und Herren, die drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.